Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Transim World-Folge. Peninsula Corridor, heute mal im DLC. Erste Mission, die wir hier haben. Und wir sollen schon mal einsteigen. Dann tun wir das Ganze. Öffnet die Tür. Wow. So, erstmal Fenster auf hier. Ist jetzt schon stickig hier drin. So, erstmal den Ton ein bisschen leiser machen. So, okay. Türen entriegeln. Dann entriegeln wir sie mal. Lassen sie mal hier einsteigen. Tja, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir das erste Mal richtig auf Mission hier im Peninsula Corridor in Transim World 2020. Ach, das ist schon schön. Ich muss immer wieder sagen, wie ich den komplett vernachlässigt habe. Ich weiß, die ein oder anderen Kommentare, die kamen tatsächlich und haben gesagt, ja, gerne mehr davon und hier und da. Ich weiß nicht, ich habe sie zwar gelesen, aber ich muss sie scheinbar dann irgendwie auch überlesen haben. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht wirklich öfter gespielt habe. Naja, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, denn immer, ne, wenn so eine Aufgabe dann fast eine Stunde lang geht oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch eine Stunde Folge hier zumuten möchte und von daher, ja, lasse ich das dann meistens immer sein. Und da ja nun der ein oder andere mich jetzt schon kennt, ja, der weiß dann, ich mag das eigentlich nicht, wenn ich hier irgendwelche Folgen cutten muss oder sowas, ja, da bin ich ja gar kein Fan von. Ja, und ich weiß nicht, ob es denn Sinn macht, das Ganze dann dementsprechend halt auch aufzunehmen, denn. So, die Türen verriegeln. So, okay, dann lösen, vorwärts und wir rollen los, langsam aber sicher. 6.11 Uhr, heieiei, da haben wir schon ordentlich Zeit verloren jetzt, weil ich ja jetzt nochmal noch die Anmoderation machen musste und alles sowas. Dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen schleunigst davon machen. Übrigens mit der Taste F1 könnt ihr zum Beispiel das ganze HUD ausblenden lassen. Ja, der ist schon mega, mega nice. Ich habe auch die Kommentare gelesen. Ja, viele fanden das Update natürlich großartig. Hat sich natürlich am Aussehen, fand ich, oder finde ich, bis jetzt nicht wirklich viel verändert. Ein bisschen was mit den Lichteffekten und sowas. Alles, ja, das schon. Aber so im Großen und Ganzen hat sich jetzt, ich finde, optisch jetzt halt nicht viel getan. Ne? Also ich fand auch, der lief auch damals schon immer relativ stabil. Oder besser, deutlich besser als der Titan-Simulator. Habe ich das Gefühl, ne? Das ist ja wieder unterschiedlich. Jeder sieht das so ein bisschen anders. Und es ist ja natürlich auch mal Einstellungssache. Aber ich finde halt, Transim World sieht großartig aus und läuft auch noch dazu gut. Beim Train-Simulator, ich weiß nicht, da hast du immer so ein bisschen so das Gefühl, ah, da lackt es mal hier, da lackt es mal da. Ja, weil ich jetzt so viel gequatscht habe, so schaffen wir es natürlich mit der Zeit natürlich nicht. Wir hätten halt sofort reinspringen müssen. Das sind wir ja, aber ich musste ja erstmal noch den Vorspann ablaufen lassen und dann kurz anmoderieren. Das hat uns jetzt natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Es ist schon absolut hübsch.
So, und 1,7 Meilen kommt da bereits schon der Bahnhof San Mateo. Scheint komplett anders ausgesprochen. Ja, dadurch, dass ich wieder der reine Deutsche bin. Wahrscheinlich San Mateo oder irgendwie sowas gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt schon da sein sollen. Hat ja wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Sowohl der Bahnhof San Mateo als auch Hillsdale ermöglichen es Angestellten, zwischen vielen Bürohauptsitzen einiger bekannter Unternehmen hin und her zu pendeln. Naja. Jetzt natürlich ein bisschen. Aber hätte ich mich da hingestellt, dann wären wir hier hinten mit dem Arsch. Wären wir irgendwo hier gewesen. Also eigentlich schon vollkommen in Ordnung so. Gasoline. Oh Gott. Ein alter Mercedes, oder? Ja, doch. Super. Also die Fahrzeuge sehen besser aus als die Autos von TMS Studios. So. Sechsundfünfzig, genau, ey. Also fahrplantechnisch bin ich hier totale Sau. Ich soll in 30 Sekunden jetzt in Hillsdale sein. Und wir haben noch 2,2 Meilen vor uns. Meilen, nicht Kilometer, Meilen. Aber wenn es Kilometer wären, hätten wir es nicht geschafft. Also. Aber sowas wie ein Siva oder sowas habt ihr jetzt noch nicht gesehen, ne? Gibt's wohl hier nicht. Was ist denn das da? Warnlicht.
Belohnung erhalten, wir haben das Signalhorn verwendet. Alles klar. Jetzt waren wir wieder zu langsam. Oh mein Gott. Ja, das muss gelernt sein erstmal. Die hatten langsam Fahrt voraus. Spinnen wir mal ein bisschen rum hier. Das Bremsen ist hier auch schon mega kompliziert. Aber wir stehen drinnen. Müssen wir mal gucken, dass wir auch mal hier bei Zeiten mal die ganzen Gimmicks hier finden. Please do not hold the door. Ah, da ist zum Beispiel so ein Fahrplan, den wir aufhängen müssen. Wundert mich, ist hier kein Fahrplan? Ne, hier ist gar keiner erst. Jetzt los. Habt ihr das gesehen? Das sah irgendwie nicht korrekt aus. Wie die Räder durchgedreht oder sowas. So, wir sollten jetzt schon in San Carlos sein. Ich sag ja, das hat heute wunderbar alles funktioniert. Wir haben überhaupt keine Verspätung.
aber es sieht schon, guckt euch das an, das ist schon eine richtig, richtig geile Aussicht, ja, also. Da wollte ich so wenig wie möglich bremsen. Das ist aber bei einem Train-Simulator ein bisschen anders, finde ich. Die Türen öffnen sich meiner Meinung nach nur da, wo... Also sie würden sich jetzt hier nicht öffnen, oder? Ah, ich kann sie auch so öffnen. Das ist ja cool. Ich glaube, ich bin gefangen jetzt hier. Ich habe alles kaputt gemacht wieder. Ja, ich würde sagen, das hat auch wunderbar funktioniert. Das läuft irgendwie alles, habe ich das Gefühl heute mit Train Simulator. Ach, verdammt. Sowas aber auch. Redwood City. Das Problem ist, dieses komische...
So, ich glaube, da ist zu Ende. Da kriegen wir nämlich ein rotes Signal. Wäre denn jetzt auch sinnvoll, wenn wir jetzt nicht an den Bahnhof vorbeifahren? Naja, man kann ja aber sehen, dass es immerhin 2 Minuten Verspätung nur. Ist immer noch im grünen Bereich. So, dies ist Redwood City, das für den Slogan "By Government Test, Our Climate is Best" bekannt ist. Öffnen Sie das Fenster und genießen Sie das Sommerwetter, während Passagiere zusteigen. '917. Naja, Gilroy. Immer so einen fantastischen Namen, ja. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, schreiben, was auch immer, wie ihr den Peninsula Corridor findet. Habt das selbst schon gekauft oder seid ihr euch da noch nicht so wirklich schlüssig? Denn postet doch mal, was das Zeug hält. So, das wäre es für den Moment. Dieser Zug fährt weiter Richtung Süden nach San Jose. Ja, und damit haben wir auch die Aufgabe nämlich abgeschlossen. Deswegen war das eine richtig gute Überleitung tatsächlich. Also, wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch, ja, Transom World 2020 gefällt mit dem neuen Addon. So, jetzt gehen wir mal hier in eine Auswertung. Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, mal nicht einmal überschritten. Naja, war ja auch schwer. Sonst haben wir hier eigentlich nichts, ne? Leistungsbewertung? Nö. Ja, tatsächlich, das war's. Okay, das war's dann heute von der Folge mit Transom World. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dass wir uns jetzt die nächsten Tage hier mit Transom World natürlich wiedersehen. Denn, ja, es wird Zeit, dass wir jetzt endlich mal den Marich auf den Kopf stellen. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich verabschiede mich hier, sage danke wieder fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.